Caroline, gibt es auch die leise zurückgenommene, nachdenkliche Caroline? Und wenn ja, warum sieht man die nie? Die gibt nur unterm Christbaum, wenn sie ganz privat ist. Ist das eigentlich für dich eine schwierige Situation, die ewige Nummer 3 zu sein, nach Anke Engelke und Martina Hill? Ich habe gedacht, zum provokativen Ansatz vielleicht am Ende ist mal gar nicht so schlecht. Danke, Martina. Ich weiß gar nicht, wer ist das denn? Wovon redest du denn? Spielst du eigentlich eine Rolle oder bist du wirklich so? Wie denn? So funky drauf oder ja, was? Ja, genau. Du bist so, mir kommen so negative Vibes irgendwie. Nee, ich hab das Gefühl, es ist einfach, vielleicht ist einfach mal so eine neue Farbe in der Sendung. Ich habe nämlich in der Marktforschung herausgefunden, dass ich muss böser werden. Ich bin zu lieb. Dieses Musical-Zeugs, das fuckt die Leute total ab. Mach doch mal Twerking ein bisschen. Ich dachte ja, in deinem Hip-Hop-Ding käme mit deiner Figur ist das aber echt mutig. Was? Wieso denn? Was soll denn das? Hast du mal Sophia Tomalla gesehen? So muss das aussehen. Da kannst du Christbaumkugeln ranhängen, weißt du? Was, ey? Warum bist du denn? Seit ein bisschen so ein gehässiger kleiner Pimmel? Ich habe einfach gedacht, ich komme hier in deine Sendung. Ich habe gedacht, du machst mich hier ganz übel an. Du. Erst flehst du mich an, in deine beschissene Scheißsendung zu kommen. Wieso, weshalb flehst du die an? Ja, hier, meinst du, ich hab das nötig, hier meine DVD reinzuholen? Sieht doch eh kein Schwein. Gesagt, ich meine, wenn du vorher, du hast gesagt, du kommst, nee, ganz im Ernst, du hast gesagt, du kommst zu uns und einen Tag vorher, vorgestern bei Lanz, bei Raab, ja. Gestern bei Lanz und den letzten kriegen wir, du hast alle Fragen beantwortet. Mir bleiben noch die gemeinen Fragen über. Ja, ich dachte, du machst hier die richtigen Fragen. Was ich hier, dieser Pseudo, Beispiel, ich bin ganz der harte Böhmermann. Du bist ja privat nicht lustig. Wer schreibt dir eigentlich die Witze? Ach, fick dich, Jan. Dieselben Leute, die dir die Witze schreiben. Das ist die Hälfte deiner verfickten Sendung ist geklaut. Ich hab das gleich gesagt, wir sollten keine Frauen einladen. Hat jemand zufällig die Sendung gesehen, die ich für den WDR gemacht habe? Nein, niemand hat die Sendung gesehen. Natürlich hat die niemand gesehen. Junge, das Bühnenbild ist geklaut. Das Einzige, was funktioniert hat, war die Nummer, die sie rausgeschnitten haben. Das war das Einzige, was ein bisschen gut war. Und das war halt okay performt, aber textlich halt nicht so. Ach, Jan, ey, sag mal, willst du eigentlich eins auf die Fresse oder was? Von einer Frau oder was? Ja, ach, fick dich, ey. Fick dich, Böhmermann, weißt du, du kleine Mieter. Bist du bescheuert oder was? Bist du bescheuert oder was? Fertig, weißt du, wer da vor dir steht, du Pelle? Nimm den mit! Nimm den Scheiß! Fickermist! Wie du Hurensohn! Fick dich doch selber, du dumme Fut, ey! Fut! Scheiß Fut! Das gibt's doch nicht, ey.